Willkommen zu einer neuen Rezension. Heute habe ich Dungeon Quest für euch. Ja, Dungeon Quest ist ja schon ein etwas älteres Spiel, aber ich habe es auch schon länger nicht mehr gespielt und jetzt haben wir es wieder mal rausgeholt und gleich einige Male hintereinander gespielt und es war echt super lustig. Ja, Dungeon Quest gab es schon 1985. Hier ist die Neuauflage 1985, das ist extrem lange her, da war ich gerade mal 7 Jahre alt. Und hatte das Spiel natürlich noch nicht gekannt. Ja, in Dungeon Quest geht es darum, ihr versucht in den Drachenhort einzudringen, Schätze zu sammeln. Ihr könnt auch Schätze während eures Abenteuers finden. Während ihr zu diesem Drachenhort gelangt natürlich und versucht dann mit einem Schatz hier den Dungeon wieder zu verlassen, was man auch nur mit einem Schatz machen kann. Und ja, die Sonne geht unter und am Ende kann sich der Dungeon dann schließen und da sollte man den Dungeon verlassen haben, sonst ist man für immer verloren. Das Spiel ist sehr glücksbasierend, aber wirklich extrem lustig. Man zieht hier Blättchen nacheinander und handelt dann die Raumeffekte ab. Was gibt es da mehr zu sagen? Ein richtig lustiger, schöner Dungeon Crawler, den man auch alleine spielen kann. Ich würde sagen, seht euch mal die Erklärung an und dann kommen wir zum Fazit. Willkommen zur Spielerklärung von Dungeon Quest. Ja, ich denke, das Ganze ist recht überschaulich und wir werden hier nicht lange brauchen. Zuallererst mal, was ganz löblich ist, hier gibt es eine Spielregel, die wirklich extrem kurz gehalten ist. Ihr seht ja schon, 7 Seiten hat das Ganze und auch schon ein Referenzhandbuch. Zu diesen wenig Regeln auch noch ein Referenzhandbuch, sehr löblich. Das ist wirklich toll gemacht. Also sehr einstiegsfreundlich. Ja, worum geht es im Spiel? Ihr versucht in den Dungeon vorzudringen, soweit das möglich, sage ich mal, und optimalerweise hier den Drachenhort in den Drachenhort zu gelangen. Ja, dabei könnt ihr Schätze finden und währenddessen ihr in den Dungeon hier herumstromert, beginnt die Sonne unterzugehen und wenn der Sonnenmarker hier das Ende erreicht, dann müsst ihr würfeln. Das seht ihr hier oben. Also jedes Mal, wenn der Startspieler dran ist, wird der Sonnenmarker vorangesetzt. Und dann haben wir hier noch Würfelzahlen drauf. Und wenn man hier auf die 1 landet, das heißt, der Dungeon schließt sich hier noch nicht fix, dann muss man würfeln mit einem D6 Würfel. Und wenn die Zahl überstiegen wird mit dem Würfel, also man hat eine 2 oder höher, dann bleibt der Dungeon noch offen und der Marker wird vorangerückt. Ihr seht schon, hier oben gibt es eine 5, das dann sehr spannend werden kann. Hier muss man jedes Mal eine 6 würfeln, damit er noch offen bleibt, was sehr schwierig ist. Ja, am Spielende hat eben der gewonnen, der den Dungeon verlassen hat, über diese 4 Ausgänge, die zugleich natürlich auch die Eingänge darstellen und die meisten Schätze angesammelt haben. Hier an dieser Seite seht ihr verschiedene Karten. Da gibt es sehr viele Kartenstapel und das sind zum einen Verlieskarten, die man ziehen muss, wenn man Räume betritt, Katakomben, wo man angewiesen wird, diese Katakomben zu durchsuchen. Dann kann man Leichen fledern, dann zieht man hier eine Karte. Wenn man durch eine Tür gehen muss, muss man hier eine Karte ziehen. Wenn man einen Raum durchsucht, wenn man in eine Falle tappt, wenn man einen Drachenschatz findet, wenn man in die Katakomben geht und ganz oben ist der Hortstapel bzw. der Stapel für den Drachen, ob er schläft oder nicht. Ja, das Ganze sieht ganz einfach aus, aber wir haben hier natürlich noch einiges an Material. Und zwar gibt es noch Monsterkarten, Runenkarten, dann haben wir hier Tokens. Restliche Figuren, Würfel und Tokens. Ich habe keine Würfel vorbereitet, doch habe ich hier. Und sehr, sehr viele Blättchen. In dem Spiel habt ihr dann 6 Charaktere zur Auswahl. Zum einen habe ich hier schon einen ausgewählt. Da haben wir hier Grutzbeck. Dann gibt es noch hier Bruder Kern, Lindel, ja, machen wir so, also Bruder Kern, Lindel,
Hugo der Glorreiche, Tatjana, Chalara und Flammenzunge. Ja, die Heldenbögen sind natürlich auch recht überschaubar. Ihr habt hier die Spezialfähigkeiten der Helden, die ihr machen könnt. Und hier die diversen Probewerte, bei denen ihr gleich oder drunter sein müsst, wenn ihr die Proben macht. Da haben wir zum einen Stärke, Geschicklichkeit, Zähigkeit und Glück von oben nach unten. Ja, hier haben wir die Lebenspunkte des Helden. Dann bekommt jeder Held noch so einen Anzeigemarker, falls man in die Katakomben geht, und der Startspieler noch den Schlüssel dazu. Dann natürlich die jeweilige Figur, die sind auch schon ganz nett gemacht, sehr, sehr klein. Aber sehen trotzdem ganz gut aus, wirklich schön. Ja, dann sucht ihr euch einen Eingang aus, von dem ihr den Dungeon betreten wollt, und dann beginnt das Spiel. Das Ganze ist jetzt wirklich sehr überschaubar. Und zwar, ihr habt zwei Phasen. In der Zustandsphase, das ist die erste Phase, müsst ihr alle Karteneffekte abhandeln oder könnt ihr alle Karteneffekte abhandeln, die verlangen, in der Zustandsphase aktiviert zu werden. Zum Beispiel Tränke trinken oder irgendwelche Proben, irgendwelche Strafen, irgendwelche Flüche, die ihr bekommt, müsst ihr in der Zustandsphase abhandeln. Das war schon mit der ersten Phase, die ist schon vorbei. Nach der Zustandsphase kommt dann die Aktionsphase. Hier könnt ihr euch bewegen oder durchsuchen oder die Katakomben betreten. Also eines von drei wählt ihr aus. Und wir kommen gleich zur ersten Bewegung. Bei der Bewegung zieht ihr einfach von diesen Stapel hier, den ihr vorher natürlich verdeckt gemischt habt. Ihr wählt den Bereich aus, den ihr betreten wollt. Sagen wir mal, wir wollen hier an dieses Quadrat. Dann ziehen wir mal, sehen uns an, was wir gezogen haben und legen dann hier, wie dieser Pfeil dargestellt, in die Richtung, in die wir gehen wollen, an das vorige Quadrat an. Wir kommen also von dieser Seite hier, also legen wir dieses Blättchen hier mit dem Pfeil nach links an und betreten den Raum. Ja, was muss man beim Betreten beachten? Es gibt hier so ein Dungeon-Symbol. Dieses Dungeon-Symbol sagt, wir müssen eine Dungeon-Karte ziehen. Zu den Spezialeffekten der Räume komme ich dann später. Ja, wenn wir angewiesen werden, eine Dungeon-Karte zu ziehen, dann ziehen wir hier von diesen Verlieskarten oder Verlieskarten natürlich, ich sage immer Dungeon-Karte, eine verborgene Falle zum Beispiel, ziehe eine Fallenkarte. Dann ziehen wir eben eine Fallenkarte, wenn das die Karte verlangt. So, ja, zum Beispiel die hier. Was haben wir hier? Einsturz, die Decke stürzt ein. Manche Durchgänge werden verschüttet, andere tun sich auf. Drehe den Raum um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Das würde dann so aussehen, ich stehe hier drin, müsste ihn um 90 Grad drehen. Ja, jetzt ist es ganz witzig. Der Raum schon, also ich, der Ausgang wäre jetzt sozusagen versperrt, ne? Wenn ihr das gleich am Anfang erwischt, das ist auch ziemlich lustig, dann müsst ihr euch einen anderen Ausgang suchen und hoffen, dass ihr es in den Drachenhort schafft und woanders rausgehen könnt. Denn dieses Blättchen besagt, man kann nur über diese zwei Zugänge zueinander den Raum verlassen oder betreten, und hier durch diesen Riss hier ist es abgetrennt und kann man auch nur hier sich bewegen. Also wäre auch schon ein richtig witziger Spielanfang. Ja, dieses Dungeon-Symbol, das müsst ihr durchführen, jedes Mal, wenn ihr das Blättchen neu aufdeckt. Wenn ihr es beim Zurückgehen wieder betreten würdet, braucht ihr keine Verlieskarte mehr ziehen. Ja, so viel zum Bewegen. Es gibt da natürlich noch verschiedene Orte, die ich euch dann anhand der Anleitung zeige. Da brauche ich hier nicht so viel zu ziehen.
So viel zur Bewegung. Ihr wählt immer aus, sucht euch ein neues Blättchen aus, verdeckt, und legt es dann an und führt die jeweiligen Effekte durch. In dem Fall hätte ich ein Loch, da muss ich, glaube ich, eine Probe ablegen. Und wenn ich es schaffe, dann kann ich ja durchgehen sofort, und wenn nicht, dann sterbe ich. Ihr könnt aber auch einen Raum durchsuchen, will heißen, suchen wir uns da mal ein Blättchen raus. Hier zum Beispiel, das seht ihr hier, diese Fackel. Diese Fackel bedeutet, ich darf hier suchen. Natürlich wieder ein Dungeon-Symbol und ein Pfeil. Würde ich jetzt diesen Raum betreten, dann wäre mein Zug schon wieder vorbei und der nächste Spieler ist an der Reihe. Und wenn ich wieder an der Reihe bin, kann ich mich entscheiden, ihn zu durchsuchen. Ja, dann zieht man eben seine Durchsuchungskarte vom Durchsuchungsdeck. Und hier zum Beispiel, der Raum ist leer. Ja, was kann man da alles so finden? Das zeige ich euch gleich. Bei dem Durchsuchungsdeck. Treppe nach unten, da komme ich gleich dazu, zu den Katakomben. Eine Geheimtür, da könnt ihr den Raum über Wände verlassen, zum Beispiel instabiler Trank. Da wisst ihr euch nicht, ob er euch heilt oder umbringt oder gar nichts macht. Dann gibt es hier eine Falle natürlich. Ihr könnt auf Monster treffen. Und da sind schon ein paar Überraschungen vorhanden. Natürlich könnt ihr auch Schätze finden beim Durchsuchen. Die sind sehr rar gesät in diesem Deck. 150 hier auch, das ist auch nicht schlecht. Und viele Geheimtüren. Ja, habt ihr den Raum durchsucht, müsst ihr natürlich noch markieren, dass ihr den Raum durchsucht habt. Dann nehmt ihr so einen Marker und legt ihn auf das Plättchen. Ja, dann gibt es auch die dritte Aktion, in die Katakomben gehen. Es gibt jetzt Plättchen, die haben hier eine Treppe nach unten abgedruckt, oder wie ihr vorher gesehen habt, man kann eine Treppe nach unten auch finden. Jetzt müsste ich die Blättchen durchsuchen. Legen wir uns mal so eine Treppe hier an. Und wenn ich wieder an der Reihe bin, weil ich jetzt habe ich einen Abgang gefunden, kann ich mich entscheiden, in die Katakomben zu gehen. Ein sehr spannendes Element. Ich entscheide mich jetzt, in die Katakomben zu gehen und bin jetzt da eben unten, entferne die Spielfigur und lege hier diesen Richtungsmarker an. Der sagt jetzt, in welche Richtung ich mich hier in den Katakomben, die sind ja unterirdisch, bewegen werde. Also ich kann ihn nach rechts ausdrehen, hier nach oben oder nach links. In dem Fall will ich natürlich in die Nähe des Drachenhorts und drehe ihn so, dass der nach oben zeigt. So, dann bin ich fertig, der nächste Spieler ist an der Reihe, bin ich wieder an der Reihe, kann ich jetzt mich, beziehungsweise muss ich mich in den Katakomben bewegen. Hier gibt es einen Katakombenstapel, da sind einige Karten vorhanden, die sind ziemlich dick. Und jedes Mal, wenn ich mich bewege, ich lege die jetzt mal aufs Spielfeld, aber eigentlich legt man die ja neben den Charakter, aber zur Übersicht. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, ziehe ich so eine Karte und lege sie aus. Das heißt, ich bin jetzt einen Raum vorangeschritten. Nächstes Mal, wenn ich dran bin, bewege ich mich wieder und finde hier in diesem Fall eine 4000er Schatzkarte. Ihr könnt sehen, in den Katakomben sind schon richtig teure Schätze drin, aber die sind selten. Und es ist gefährlich da unten, vor allem wenn man wieder raus will. Wie kann ich sie verlassen? Ja, verlassen ist dann so ein Thema. Jetzt bin ich zwei Räume gegangen, gehen wir noch in den dritten Raum. Hier hätten wir Spinnengift bekommen, hier müssten wir die Karten wieder reinmischen. Schlechtes Beispiel. So, geheime Tiefenelfe. Ich gehe jetzt die Effekte nicht durch, aber als Beispiel sind wir jetzt drei Schritte gegangen. Ja, das heißt, wir sind jetzt drei Schritte nach vorne gegangen. Wenn ich jetzt einen Aufgang finde, und das ist nur durch solche Karten möglich, zum Beispiel hier der Ausgang, sind auch einige in dem Deck, dann erlaubt es mir, in den aktuellen Raum eben auszugehen. So, jetzt hätte ich den Ausgang. Da müsste ich jetzt hier vier Felder voranschreiten. 1, 2, 3, 4 Dungeon-Karten. Da komme ich jetzt raus.
ziehe sofort dein Blättchen, also 1, 2, 3, 4, ziehe sofort dein Blättchen, sieh mir an, was ich da habe, und hier darf ich mich dann mit einer Probe weiter bewegen. Ja, führe den Effekt aus, ziehe die Dungeon-Karte und habe den Dungeon verlassen. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn ich beim Verlassen des Dungeons auf eine Wand treffen würde? Angenommen, ich wäre jetzt als Beispiel von hier nach links gegangen. Kann ja passieren, dass man so lange im Dungeon ist, dass der Weg zu lange wird und dann taucht man auf. Ja, dann stoßt man ja eigentlich thematisch gesehen an eine Wand. Hätte ich jetzt vier Karten ausliegen, dann wären das 1, 2 und dann würde der Rest in der Wand landen. In diesem Fall nimmt man das letzte Feld, dreht seinen Marker in eine beliebige Richtung, sagen wir in diese Richtung, und würfeln einen Würfel. Ja. Jetzt habe ich eine 6. Jetzt müsste ich 6 Schritte in diese Richtung wandern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, an diesem Punkt tauche ich dann auf. Ja, das soll heißen, ich bin hier im Dungeon rumgewandert, weiß wirklich nicht, wo ich mich gerade befinde, bin an die Wand gestoßen und so wird das eben dann ausgeführt, dass man hier dann eben das auswürfelt, wo man rauskommt. Ja, aber es gibt noch einen Fall. Was passiert, wenn ihr jetzt würfeln müsst und durch das Würfeln nochmal an eine Wand treffen würdet? Ja, dann bleibt ihr an der Wand stehen, ihr taucht dann auf mit eurer Figur und bekommt den Rest als Lebenspunkte abgezogen. Ja, also wenn man hier an der Ecke hier herumkrebst, ne, und dann bekommt man einen schlechten Würfelwurf beim Auftauchen und landet nochmal gegen die Wand, kann man auch sterben, weil man sich den Kopf gestoßen hat. Ja, so viel zu den Katakomben, da sind wir auch schon durch. Was ich noch vergessen habe, am Spielanfang bekommt jeder so eine Runenkarte, die es euren Charakter erlaubt, einmalig irgendwas Spezielles zu machen. Zum Beispiel hier lege diese Karte am Ende deiner Zustandsphase ab, um bis zu 6 Wunden zu heilen. Wie verläuft der Monsterkampf? Natürlich kann man hier im Laufe des Spiels auch auf einige Monster treffen beim Durchsuchen und so weiter und in den Katakomben. Hier haben wir ein Kartenset für Monster und Helden. Ja, also es gibt die Heldenseite mit den Schildern und die Monsterseite. Ja, der Spieler zur Linken bekommt das Monsterdeck, wenn man jetzt auf ein Monster trifft, und dann wird einfach ausgespielt und abgeschätzt, was würde der andere vielleicht machen. Es ist eigentlich ganz leicht zu verstehen. Und zwar seht ihr hier zugefügte Wunden 0 und erlittene Wunden 1. Das würde jetzt bedeuten, spiele ich diese rote Karte aus und der Gegner spielt hier diese blaue Karte aus, dann würde ich 0 Schaden zufügen, aber einen Schaden bekommen. Ihr seht schon, das gleicht sich dann eben hier mit diesen Sachen ab, denn er sieht dann bei sich nach, wenn ich eine rote Karte jetzt ausspiele, dann fügt er eine Wunde zu, bekommt selber keinen. Also es ist wirklich einfach gehalten, aber es ist ganz lustig abzuschätzen, welche Karte der Gegner jetzt eben ausspielen wird. Ja, dann zeige ich euch zum Abschluss hier noch ein paar Karten aus den Sets. Hier zum Beispiel bei den Verlieskarten gibt es natürlich auch einige so Monster, auf die man treffen kann, Schätze. Hier darf man wieder die Krypta durchsuchen. Also vom Thema her wird man angewiesen, einfach in einer Krypta rumzuwühlen. Dann, wie sehen die Kryptokarten aus? Da gibt es natürlich auch Schätze zu finden, Tränke wieder. Man kann hier zum Beispiel alte Knochen finden.
Wirf einen Würfel, 1 bis 3, nichts passiert, 4 bis 6, ein Skelett erwacht zum Leben und greift dich an, du begegnest einem Monster, vor dem du nicht fliehen kannst. Ja, bei den Monstern gibt es dann noch zu sagen, hier seht ihr die Fluchtstrafe des Monsters und hier seht ihr die Lebenspunkte des Monsters. Ja, was heißt Fluchtstrafe? Am Ende einer Kampfrunde kommen die Karten wieder auf die Hand und es beginnt eine neue Runde, wenn das Monster hier überlebt hat, von den Lebenspunkten her. Bei gleich oder mehr Lebenspunkte ist es ja tot. Und dann beginnt die zweite Kampfrunde. Da könnt ihr euch entscheiden, zu flüchten. Und wenn ihr flüchtet, müsst ihr diesen Schaden, der hier abgedruckt ist, in Kauf nehmen. Braucht aber nicht mehr gegen das Monster kämpfen. Ja, so viel zu den Monstern. Vielleicht noch ein paar hier von diesem Stapel als Auswahl. Die sind ganz nett gemacht, finde ich. Und ja. Ein Dämon gibt es hier auch. Ja, was passiert jetzt? Durch die ganzen Räume, beziehungsweise gehen wir mal die Raumeffekte durch, die wir haben. Dann nehme ich die Rückseite von der Beschreibung, dann muss ich die Blättchen nicht aussuchen. So, wir haben hier einen Fallenraum. Wenn ihr den Raum betretet, also jedes Mal nicht nur beim Aufdecken, dann müsst ihr die Raumeffekte eben durchführen. Eine Fallenkarte ziehen, die sind natürlich nicht schön, da könnt ihr viel Schaden bekommen. Sehr logisch, Fallen sind nicht optimal. Die sehen so aus. Auch eine Explosion. Du erleidest 4 Wunden und musst eine Runde aussetzen, zum Beispiel. Oder Todespendel. Lege eine Zähigkeitsprobe ab. Bei Misserfolg stirbst du. Auch beinhart hier. So. Dann haben wir ein Spinnennetz. Beweg dich sofort weiter und ignoriere dabei Türen und Fallgitter. Wenn du nicht dorthin zurückgehst, wo du hergekommen bist, musst du eine Stärkeprobe ablegen. Bei Misserfolg endet dein Zug. Zum Beispiel. Dann gibt es einen Korridor. Wenn ihr einen Korridor betretet, das ist ein leerer Raum, keine Dungeon-Karten ziehen, gar nichts, könnt ihr euch sofort in eine angegebene Richtung, beziehungsweise beliebige Richtung, die ihr zulässt, weiter bewegen. Dann bodenloser Abgrund. Hier müsst ihr eine Glücksprobe ablegen und bei einem Misserfolg stirbst du. Das heißt, wieder entweder gleich oder unter der Würfelzahl des Helden bleiben, dann überlebt ihr. Zu den Proben gibt es noch was zu sagen. Wenn ihr eine Probe nicht schafft, dann bekommt ihr auch so einen Entschlossenheitsmarker. Den könnt ihr dann ausgeben, um eure Würfelaugen zu modifizieren, also ins Positive zu bringen. Habe ich beispielsweise eine 6. Ich brauche eine 5, gebe ich einen aus, kann ich auch so viele ausgeben, wie ich will und habe dann dementsprechend weniger. Bei einer 6 und ich gebe 2 aus, hätte ich halt 4. Ja, dann haben wir hier die Brücke. Beim Betreten des Raums musst du entweder deinen Zug beenden oder sofort die Brücke überqueren. Wenn man es überquert, dann muss man pro Beutekarte, die man hat, plus 1 auf den Würfel addieren, finde ich auch thematisch gemacht, weil dann man ist einfach zu schwer und unbehende. Und man darf beliebig viele Beutekarten ablegen. Bei Misserfolg kannst du den Raum wie gewohnt verlassen, bei Misserfolg fällst du von der Brücke, erleidest Wunden in Höhe des Würfelwurfs und bist in den Katakomben. Ja, gemein, wenn man gerade den Dungeon verlassen will, voll bepackt mit Schätzen, hat schon Stress, weil sich die Sonne beziehungsweise weil sich der Dungeon schließt und muss dann die Brücke überqueren und will nicht stehen bleiben. Man kann ja stehen bleiben, einen Zug verzichten, quasi. Und so könnte man sofort weitergehen und muss die Probe machen, also echt übel. Ja, tief verschlungen, den habt ihr vorher gesehen, kann man nur über die jeweiligen Bereiche betreten und verlassen, die hier abgetrennt sind. Dann Turmzimmer. Wenn du mindestens eine Beutekarte hast, dann darfst du den Dungeon verlassen, wenn du hier dieses Feld betrittst. Kommst du nicht mehr an die Reihe und kannst das Verlies auch nicht mehr betreten, wenn du natürlich das Verlies verlassen hast, dann bist du ja froh, dass du draußen bist.
Ja, wenn du bleiben willst, beweg dich sofort weiter. Das heißt, man betritt das Feld und kann sich sofort in einen anderen Raum bewegen. Ja, hier haben wir einen Verliesraum, abgebildet hier durch dieses Symbol. Sofort eine Karte ziehen. Ihr könnt es später auch durchsuchen. Dann die Drehkammer. Drehe den Raum um 180 Grad und beende deinen Zug. Das ist ein sehr gemeiner Raum. Wir haben den im Let's Play ohne Drehen erstmal gespielt, damit er nicht gleich wieder stirbt und damit das Ganze ein bisschen anschaulicher ist. Aber dennoch ein sehr cooler Raum, der auch für Tode sorgt, für viele Tode sogar, die Drehkammer. Ja, Kammer der Dunkelheit. Das ist auch ganz witzig, man irrt hier in der Dunkelheit herum und muss eben eine Würfelzahl würfeln und da an der angegebenen Zahl kommt man eben wieder raus. Auch nervig, wenn man den Dungeon hier verlässt. Dann die eingestürzte Decke. Wenn ich über einen Durchgang jenseits der Trümmer verlassen will, musst du eine Gewandtheitsprobe ablegen. Bei Erfolg gelingt es dir, bei Misserfolg endet dein Zug und du hast einen Zug verloren. Ja, die Schatzkammer. Eigentlich der wichtigste Raum hier drin. Was passiert, wenn man da drin ist? Also jedes Mal, wenn man hier diese Schatzkammer betritt, dann muss man eben seine Drachenkarte ziehen und das heißt, der Drache schläft zwar, aber es kann sein, dass er euch hört. Ja. In diesem Fall, schlechtes Beispiel, wäre er gleich aufgewacht, Zorn des Drachen, komme ich dann später dazu. Aber in diesem Fall hier, der Drache schläft. In deinem nächsten Zug kannst du entweder die Schatzkammer verlassen oder bleiben und eine weitere Drachenkarte ziehen. Ziehe zwei Drachenkarten. Ja? Zwei Schatzkarten. Das heißt, ich darf jetzt zwei Schatzkarten ziehen, weil der Drache noch schläft. Und habe in diesem Fall fliegender Teppich und Kristall von Tival gefunden. Die lege ich dann vor mir ab und der nächste Spieler ist an der Reihe. Ja, wenn der Drache erwacht, dann wird es ganz schlimm. Leg all deine Schatzkarten ab, dann erleidest du Wunden in Höhe von zwei Würfelwürfen und anschließend erleiden auch alle anderen Helden in der Schatzkammer die oben genannten Effekte. Und zuletzt wird die Karte abgelegt und der Drachenstapel zusammen mit dem Drachenablagestapel gemischt. Ihr seht schon, man verliert alle Schatzkarten, bekommt Wunden, weil der Drache angreift. Und das Witzige daran ist ja jetzt, wenn man in dieser Drachenkammer ist, da kann man sich ja entscheiden, ihn zu verlassen oder eine Karte zu ziehen. Und wenn jetzt ein paar Spieler, dass sie dann im Let's Play auch richtig gut erkennen könnt, was da passiert, da stehen zwei Spieler zum Beispiel drin, einer zieht eine Schatzkarte, hat somit mehr Wert als der andere Spieler. Was macht der natürlich? Aus lauter Gier zieht auch eine Drachenkarte und wieder zwei Schatzkarten. So geht das so lange, bis entweder einer einem die Vernunft packt und der sagt, okay, das ist mir zu riskant, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Oder eben beide sind so gierig, bis der Drache erwacht und dann gibt es die Achterbahn da drin. Ja, bei drei Leuten noch chaotischer, noch cooler und das ist dann echt krass, man hat keine Schatzkarten mehr und fängt wieder von vorne zum Ziehen an und das Übel nimmt wieder seinen Lauf. Ein wirklich tolles Element in dem Spiel. Ja, wie könnt ihr sterben? Indem ihr eure Lebenspunkte hier verliert oder durch einen Raumeffekt sterbt, wie hier durch diesen Loch zum Beispiel, wenn ihr eine Karte sagt, ihr seid tot oder wenn ihr euch nicht mehr weiter bewegen könnt, weil ihr in einem Raum gefangen seid und euch nicht mehr befreien könnt. Ja, ein Beispiel wäre dafür der Drehraum und zwar. Wenn der Drehraum jetzt sich um 180 Grad drehen würde, könnte er meistens schon noch weiter wandern. Aber es kann auch ziemlich häufig passieren, dass sich hier dann ein Raum befindet oder hier die Wand und dann sieht man den Drehraum, muss ihn um 180 Grad drehen. Und dann seid ihr eben gefangen in diesem Raum, könnt ihn vielleicht noch durchsuchen, weil die meisten haben, also alle haben hier ein Durchsuchensymbol. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr eine Geheimtür, dann kommt ihr nochmal raus und ihr könnt weitergehen, ansonsten seid ihr tot.
Beim Drehraum kann es euch auch passieren, weil der hat ja nur einen Ausgang. Wenn ihr die Karte zieht, ein Raum dreht sich um 90 Grad und ihr befindet euch gerade in dem, dann dreht er sich natürlich auch um 90 Grad und kann euch wieder einsperren. Ja? Also wir finden den extrem lustig und spielen das eigentlich immer so, dass der um 180 Grad gedreht wird, aber im Let's Play, da haben wir nochmal darauf verzichtet. Ist auch ganz witzig, wenn man gleich auf Sackgassen trifft. Ja, generell das Spiel lässt einiges an Interpretation zu, wie man das noch machen kann, beziehungsweise regeltechnisch auch, ist jemand tot, ist er natürlich aus dem Spiel ausgeschieden. Man kann das aber auch so spielen, dass wenn man gestorben ist, alle Schatzkarten verliert, man bekommt quasi einen Reset, einen Respawn, sucht sich hier wieder einen Eingang aus, spawnt und kann noch wieder mitspielen. Natürlich hat man keine Schätze mehr, aber vielleicht noch die Chance, weil die anderen auch keine haben, das Spiel trotzdem noch zu gewinnen. Ja, wir spielen es eigentlich immer mit der Hardcore-Variante, mit dem sofortigen Tod, weil das echt extrem spannend und lustig ist. Dadurch kann es passieren, dass einer ein bisschen länger zusieht, aber das Spiel dauert ja generell eigentlich nicht lange. Ja, das war's zu Dungeon Quest. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann kommen wir gleich zum Fazit zu diesem lustigen Spiel. Ja, willkommen zum Fazit. Ich versuche das Ganze ganz kurz zu halten. Viel gibt es da nicht zu sagen. Das Let's Play habt ihr vielleicht schon gesehen von mir und von Johnny und seiner Freundin. Das ist wirklich extrem lustig gewesen. Ja, Dungeon Quest ist wirklich ein 90% glücksbasierendes Spiel. Das heißt, ihr zieht die Plättchen, wisst nicht, was auf euch zukommt, aber genau das macht das Spiel aus. Ja, ihr bekommt sehr viele Karten, kleine Karten, sehr viel Pappmaterial, sehr viele Plättchen und Marker. Und ich finde, der Preis von ca. 40 Euro ist da schon richtig gerechtfertigt. Ich glaube, es ist nicht mehr so leicht zu erwerben, wird auch manchmal schon teurer gehandelt. Und das Ganze ist so, man muss sich hier wirklich auf das Glück einlassen. Ja, das ist kein klassischer Dungeon Crawl, in dem man ein bisschen Strategie braucht, die Monster zu kiten oder. Hier geht es einfach Schlag auf Schlag. Und ich sage mal, das ist ja irgendwie so ein Trinkspiel schon fast. Ne? Also wenn man schon alkoholmäßig ein bisschen was intus hat und die ganze Gruppe schon ganz lustig drauf ist, dann wäre das so ein Spiel, das man auf den Tisch bringt und das Spiel lebt absolut von der Schadenfreude an den anderen Spielern. So schlimm wie es bei diesem Spiel ist, glaube ich, habe ich noch keins im Regal. Es ist wirklich so, man freut sich richtig, wenn der andere hier einen Schaden bekommt oder wenn er gleich in der ersten Runde stirbt und ausscheidet, dann ist er weg. Ist er ziemlich hart, aber trotzdem auch extrem lustig und für die anderen und alle grölen und lachen dann am Tisch. Ja, genau das ist Dungeon Quest, ein glückslastiger Dungeon Crawler, bei dem man nicht zusammenarbeitet und jeder gierig ist. Vor allem auch, wenn man hier im Drachenhort sitzt und es mehrere Spieler schaffen, bis zum Drachenhort zu gelangen, dann tritt wirklich die dunkelste Seite des Menschen hervor. Jeder ist extrem gierig, egal ob der Drache erwacht, er will, dass die anderen die Schätze verlieren und am Ende kann es dann sogar passieren, dass alle hier im Dungeon sterben, weil sie zu gierig beim Drachenhort waren. Ja, das ist wirklich extrem lustig, macht total Laune und ist auch sehr schnell gespielt. Also länger als eine Stunde wird es nie dauern, sage ich mal, auch zu viert, denn die Downtime ist extrem niedrig. Man hat nur wenige Entscheidungen zu treffen, in die Katakomben zu gehen, einen Schritt zu wagen oder zu durchsuchen und das Ganze geht wirklich schnell. Und das ist auch das Tolle an dem Spiel, man muss nicht lange warten. Ja, ein richtiges, glückslastiges, lustiges Spiel, das ich nur jedem empfehlen kann, der sich auf sowas einlässt. Auch vielleicht als Absacker geeignet. Man muss zwar hier ein paar am Spielaufbau ein bisschen was machen, man muss die Karten sortieren, auflegen, die Plättchen mischen und so weiter. Aber das Spiel generell geht wirklich schnell vonstatten. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist einfach ein lustiges Spiel, das von der Schadenfreude eben lebt und das immer wieder Spaß macht, es rauszuholen. Ich glaube, das werden wir jetzt mal öfter spielen, wenn man am
Spieleabend mal noch eine Dreiviertelstunde Zeit hat oder so, dann kann man sagen, ja, spielen wir eine Runde Dungeon Quest. Okay, gehen wir rein und schauen, wer die meisten Schätze sammeln kann. Und das Ganze natürlich extrem lustig. Gibt auch eine Situation der Riesentausendfüßer zum Beispiel, wenn der immer denselben Spieler verfolgt, weil er das Pech hat und ihn sieht, auch richtig lustig. Und es ist irgendwie trotzdem irgendwie immer anders. Man stirbt irgendwie immer anders. Entweder der Drehraum bringt einem nicht mehr weiter, oder man stirbt durch Monster, man stirbt durch eine Falle, man kommt aus den Katakomben nicht mehr raus, man kommt aus dem Dungeon nicht mehr raus, was sehr spannend ist, dann eben am Ende mit dem Würfel, ob es sich dann jetzt wirklich schließt oder nicht. Und ein sehr schönes Spiel, das ich jedem, der sowas mag, empfehlen kann. Es ist wirklich lustig, mit viel Gelächter am Tisch und in jeder Spieleranzahl total zu empfehlen. Solo, habe ich auch schon gespielt, ein paar Mal. Aber ich muss sagen, wenn ich Solo-Partien spiele, das Spiel geht zwar schnell, aber da spiele ich doch eher lieber ein paar anspruchsvollere Spiele, denn ihr spielt es zwar solo, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie lustiger, wenn die anderen Spieler hier auf dem Tisch sitzen und man sich freuen kann, wenn denen was passiert. Und selber ist das dann doch irgendwie ein bisschen trocken, sage ich mal. Wenn man solo spielt, da braucht man ein bisschen mehr Herausforderung, ein bisschen mehr Strategie in dem Ganzen. Ja, das war das Fazit zu Dungeon Quest. Ich finde eine absolut gelungene Neuauflage. Ein tolles, lustiges Spiel, das man immer auf den Tisch bringen kann, an dem jeder Spaß hat, außer er stirbt gleich in der ersten Runde. Nein, aber trotzdem muss es ja nicht heißen, dass er das Spiel verloren hat. Das ist auch schon oft vorgekommen, dass man stirbt und die anderen sterben auch. Kommt auch vor, ist auch spannend. Finde ich kein Problem. Wenn ich auch früh sterben sollte, dann schaue ich mir das Ganze halt an und spiele den Monsterspieler. Ja, das war es eben zu Dungeon Quest. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen ja auch dazu animieren, es sich zu besorgen. Ist seinen Geld wert, finde ich. Ein absolut toller Spaßfaktor. Das war's. Bis zu meiner nächsten Rezension. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.